Freunde, im heutigen Roblox-Spiel haben wir jede Sekunde plus 1 Sprungkraft bekommen. Und Freunde, ich sag's euch, am Ende konnte ich einfach bis über die Wolken springen. Und ja, wir haben vielleicht auch noch den ganzen Server mit einer Nuke explodieren lassen. Ich will nicht zu viel sagen. Schaut das Video einfach bis zum Ende. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und hier sind wir auch schon. Oh mein Gott, wie hoch kann ich schon springen? Freunde, ich habe jetzt nur ein bisschen gewartet, bis die ganze Lami-Army hier auf den Server kommt. Falls ihr auch mitspielen wollt, dann kommt gerne auf meinen Discord-Server. Und der schreibt hier, hab mir fast mein Bein gebrochen. Ah, oh Mann, der heißt sogar Lami and Emily Fanboy. Du bist ein richtiger Ehrenmann. Viele, viele gehen Grüße an dich und auch an die ganzen anderen von der Lami-Army. Freunde, wir müssen heute auf jeden Fall nach der ganz oben springen, Freunde. Ob wir das in diesem Video schaffen, das weiß ich wirklich nicht. Aber wir können hier auf jeden Fall schon mal hier hochspringen. Oh, 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 wir können schon ziemlich weit springen. So, und ich glaube, wir können schon auf die nächsten Level springen. Und wieder auf das nächste Level. Und wieder auf das nächste Level. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir kommen jetzt auf Level 10 oder sowas. Das sollten wir schaffen. Oder Moment mal, hier steht 500 Sprünge benötigt bei Level 6 und wir haben erst 420. Nein, wir kommen noch nicht nach oben. Okay, das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Die Lami-Army, oh, nein, er ist nicht nach oben gekommen. Oh Mann, die brauchen aber noch ein bisschen länger. Und, oh, die Erdbeere ist schon mal hier der zweite, der oben angekommen ist. Okay, wir probieren es nochmal. Na, Mist, voll. Wir brauchen auf jeden Fall noch was, aber gibt es hier vielleicht so einen Shop oder sowas? Hier gibt es auf jeden Fall Admin. Können wir kaufen für 999 Robux? Nein, Freunde, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Und naja, wir müssen uns auch ein bisschen fair natürlich nach oben spielen. So, aber ich glaube, jetzt könnten wir nach oben springen. Und ja, let's go. Oh, oh Gott, okay. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen warten, denn hier brauchen wir 750 Sprünge. Ich springe mal ganz kurz nach unten, denn ich glaube, da unten habe ich noch ein Trampolin gesehen und das will ich auf jeden Fall hier mal benutzen, okay? Die anderen hängen hier immer noch bei Level 5 fest. Na gut, Freunde. Oh, hier ist sogar ein Teich. Okay, cool, cool, cool. Na gut, aber ich will auf jeden Fall zum Trampolin. Und ich glaube, wenn wir eine Wiedergeburt kaufen, oh, wir brauchen 1000 Sprünge dafür, dann können wir da hinten, oh, 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 jetzt dauert das, bis ich auf das Trampolin komme. Und, oh, hä? Moment mal, ich dachte, ich werde nach oben geschleudert. Yeah! Oh Mann, kann ich nicht theoretisch einfach über diese Wand hier springen? Wir brauchen 5 Wiedergeburten, um hier hinzukommen. Moment mal. Ich bin einfach drüber gesprungen. Hä? Ach so, okay. Wir werden wieder zurück teleportiert. Aber Moment mal. Vielleicht kann ich auch einfach mal da in dieses Loch springen. Ist das möglich? Können wir das ganze Spiel hier austricksen? Und oh, nein. Leider nicht. Da in dieser Höhle braucht man 20 Wiedergeburten. Oh weia. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, Freunde. Wir können uns hier Gems kaufen. Okay, also so Diamanten. Erhalte 5000 Sprunghöhe. Okay, das können wir uns gleich auf jeden Fall kaufen. Aber erstmal können wir, glaube ich, jetzt auf Level 6 hoch oder auf Level 7. Ich weiß nicht. Wir probieren es auf jeden Fall erstmal. So, wir sind wieder hier und hier steht 750 Sprünge benötigt. Und wir haben jetzt schon 760. Das heißt, wir schaffen das. Ich bin irgendwie gegen die Wand gesprungen. Ah, jetzt. Okay, 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 okay. Und wir haben es, oh mein Gott, geschafft. Lol. Darf man die Lava berühren? Oh, ach so, okay. Ja, der Boden ist Lava. Und hier brauchen wir 1000 Sprünge. Okay, und dann schaffen wir das auf Level 8 hoch. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen warten, Freunde. Dann warten wir halt ein bisschen. Oh, und während ich hier warte, hat es schon der Nächste nach hier oben geschafft. Aber Freunde, ich muss hier weiter los. Denn wir haben jetzt über 1000 Sprünge und wir können jetzt, glaube ich, hier nach ganz oben. Na los, ja. Lol, hier ist ja schon jemand. Alter, wie hoch kann die denn springen?
Moment mal. Nach da oben schafft die es auch, oder? Okay, die kann ja mal richtig weit nach oben springen. Das heißt, ich bin noch ein kleiner Noob. Hier braucht man 1250. Freunde, wisst ihr was? Ich kaufe mir jetzt einfach mal vielleicht ein paar Gems. So, mal gucken. Wie viel kostet das Ganze denn? Okay, erhalte 5000 Sprünge. Hallo? Warum kann ich mir das nicht kaufen? Hey, oh Mann, ey, ich will Robux ausgeben. Aha, hier sind wir. Okay, wir können uns hier Edelsteine erstmal kaufen. Okay, wir kaufen uns einfach mal 5000 Edelsteine für 400... Nee, Moment mal. Hey, wir werden gescannt, Freunde. Seht ihr das hier? Hier steht 400 Robux und wenn wir das kaufen wollen, dann steht da einfach 550 Robux. Oh Mann, was ein Scam. Steht das dann hier auch? Moment mal, das will ich mal ganz kurz austesten. Hä? Das ergibt ja mal gar keinen Sinn. 1000 Gems für 495 Robux und 5000 Gems kosten 550? Okay, irgendetwas ist hier bei diesem Spiel auf jeden Fall gewaltig falsch. Aber wir kaufen das einfach mal. So, und ich kann hier einfach für 100 Robux... Oh, hä? Okay. Okay, nee, irgendwie geht das nicht. Naja, Freunde, wir kaufen uns jetzt auf jeden Fall ein paar Sprünge. Und zwar 5000 oder, Moment mal, wollen wir das schon kaufen? Ich weiß nicht. Wir kaufen uns, glaube ich, erstmal... Oh, jetzt habe ich mich nach unten teleportiert. Wir kaufen uns erstmal eine Wiedergeburt, denn wir brauchen natürlich hier 5 Wiedergeburten am Ende. So, und... So. Jetzt haben wir 1000 Sprünge weniger. Jetzt können wir nicht mehr so hoch springen, Freunde. Ihr seht schon. Aber am Ende will ich auf jeden Fall da in diese Arena reingehen, um dann ja in das Loch zu fallen. Und wir können uns gleich im Server auf jeden Fall noch eine New kaufen. Das heißt, der ganze Server wird zerbombt. Freunde, das machen wir auf jeden Fall auch. Wir geben heute mal wieder ein paar Bobux aus. Und ihr könnt ja mal zählen, wie viele Bobux ich im ganzen Video dann ausgegeben habe. Da bin ich auch mal gespannt, Freunde. Ihr wisst ja, in den Lami Gaming Videos gebe ich immer ganz, ganz gerne Bobux aus. So, damit die Videos natürlich ganz, ganz cool werden für euch. Und jetzt müssen wir wieder warten und warten und warten. Obwohl, Moment mal, worauf warte ich eigentlich? Ich kaufe mir einfach so 4000 Sprunghöhe. Mal gucken, wie weit ich jetzt nach oben springen kann. Und seid ihr bereit, Freunde? Ich springe jetzt in 3. Moment mal, ihr müsst aber auch geliked haben. Erstmal müsst ihr einen Daumen nach oben geben. 3, 2, 1. Und ich hoffe, ihr habt jetzt das Video geliked. Aber jetzt 3, 2, 1. 1 und yo, Alter, lol, okay, das haben wir übersprungen, das haben wir auch übersprungen und yo, Moment mal, wir kommen bei, oh Gott, nein, wir müssen nochmal springen, aber vielleicht können wir das jetzt auch wieder überspringen, so, und wir kommen, lol, wirklich, noch höher, oh mein Gott, Alter, es geht immer noch nach oben, okay, Freunde, das heißt, wir werden heute auf jeden Fall ganz, ganz oben ankommen. Hier bei diesem Pyramidenlevel braucht man auf jeden Fall schon 3000 Sprünge. So, mal gucken, wie hoch kommen wir. Okay, das haben wir easy geschafft. Aber da müssen wir jetzt, glaube ich, nochmal landen, oder? Nein! Lol! Alter, wir haben es einfach nochmal übersprungen. Und wir sind jetzt hier auf einer Insel, auf Lami Island. Yeah, Freunde, möchtet ihr auch auf Lami Island? Dann müsst ihr jetzt nur diesen Kanal abonnieren und ich lade euch persönlich ein und hole euch in meinem Privatjet ab. ja, oder so ähnlich. Auf jeden Fall, Freunde, wir springen hier nach oben, das sollten wir auch easy, easy schaffen. So, oh Gott. Oh wei, aber jetzt müssen wir erstmal wieder landen. Ich glaube, jetzt müssen wir auch ziemlich lange warten. Hier brauchen wir 5000 Sprünge. Okay, die Insel sieht ganz, ganz cool aus, ja. Aber mal gucken, wie die nächste Insel aussieht. Und Moment mal, habe ich eigentlich am meisten Sprünge? Nein! Moment mal, hier oben rechts sehen wir, Chiara hat 6600 Sprunghöhe. Aber das müssen wir auf jeden Fall noch knacken, Freunde. Wir werden die sein, die am höchsten springen werden. Das verspreche ich euch. Oh, und da ist die sogar... Oh, die ist jetzt nach oben gesprungen. Oh wei, Freunde. Wir müssen hier aber noch lange, lange warten, bis wir 7500 Sprunghöhe haben. Leute, ich glaube... Nein, ich bin kein Fan von warten. Ich bin ein Fan von
Robux ausgeben. Deswegen, ja, kaufen wir uns einfach nochmal hier für 550 Robux 5000 Gems. Okay, das heißt, wir können auch gleich die ganzen Wiedergeburten kaufen und dann gleich auch in dieses Loch reinspringen. Ich glaube, das ist das tiefste Loch, was es in Roblox gibt. Na gut, oh, hier haben wir die Kiara, aber ich muss sagen, Kiara, ich kaufe mir jetzt einfach so nochmal 5000 Sprunghöhe und Moment mal, wie wäre es mit nochmal 1000 und nochmal 1000 und nochmal 500. Freunde, jetzt habe ich 13.000 Sprunghöhe, das heißt, ich kann jetzt, glaube ich, bis in den Himmel springen und let's go! Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, wie lange geht das? Wie lange geht das hier? Und wie lange kann ich eigentlich nach oben springen? Ich springe immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Jo, Freunde, was geht ab? Ich bin ein Superheld. Seht ihr nicht mein Cape? Und, yo, okay. Ey, ich muss shoppen. Moment mal. Hallo? Kann ich auch mal nach unten? Oh Mann, ey, wie lange geht es denn nach oben? Das ist wie so ein endloser Fahrstuhl, Freunde. Oh nein, warte, schaffe ich das vielleicht auf die nächste Stufe? Niemals, okay, schade. Jetzt fallen wir erstmal wieder nach hier ganz unten. Oh oh, jetzt breche ich mir definitiv die Beine. Ah, oh, okay, das hat gar nicht mal so wehgetan. Und wir sind im Lollipop-Land. Moment mal, was? 25.000 Sprunghöhe? Nein, Freunde, das kriegen wir, glaube ich, nicht hin in diesem Video. Das ist das Maximale, was heute, ja, klappt. Wir sind bei 13.000 Sprünge. Und noch mehr Bobux für das Spiel will ich eigentlich gar nicht mehr ausgeben. Ich möchte eher mal gucken. Lol, ich sehe gar nicht mehr den Boden, Freunde. Okay, so weit bin ich schon oben. Na gut, aber Freunde, ich glaube, nach ganz oben kommen wir leider nicht mehr. Ich würde sagen, Freunde, wir lassen uns jetzt einfach mal nach unten hier fallen. So, und mal gucken, wo die ganzen Leute sind. Okay, okay, wir müssen jetzt ganz genau aufpassen. Hier ist, glaube ich, niemand. Okay, da war keiner. Und hier ist auch niemand. Und hier ist auch noch keiner. Okay, die Lami Army ist auf jeden Fall noch sehr, sehr weit unten. Da auf der Insel ist auch niemand. Oh wei, hier ist... Oh, hier sind zwei. Lami und Emily Fanboy und die Erdbeere. Na gut, mal gucken, wo die anderen alle stecken. Ich glaube, ich sehe schon ein paar dort unten. Oh, warte mal, hier ist noch keiner. Moment mal, wie weit unten seid ihr denn? Hier ist auch noch niemand. Oh, wei, oh, wei. Oh, hier sind alle. Okay, die stecken also beim Lava-Level fest, hier bei Level 8. Oh, hier braucht man auch schon 1000 Sprünge. Da springen die alle nach oben. Aber, oh, da kommen nicht alle an. Mal gucken, wo ist der Rest? Wir können uns jetzt auf jeden Fall die Wiedergeburten kaufen. Und was wir noch kaufen, Freunde, natürlich die Atombombe. Wir werden jetzt erstmal den ganzen Server in die Luft jagen. Okay, das machen wir einfach mal. So, 150 Robux. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wie viele Robux habe ich schon ausgegeben. Und komm schon, wo ist die Nuke? Ich glaube, die sollte irgendwo von oben kommen, oder? Hallo? Wo ist die Nuke? Wow! Okay, da vorne ist sie. Oh oh. Oh oh. Leute, die zielt genau hier in die Mitte. Moment mal, ich gehe jetzt ganz genau unter die Nuke. Und yeah! Okay, Freunde, ihr seht, alle werden hier gerade sterben. Alter, was geht hier ab? Ich bin gespawnt und nochmal gestorben. Oh oh. Die schreiben schon in den Chat. Lami, ich war so weit. Nein. Oh Mann, oh Mann. Es tut mir so leid, Freunde. Und oh, ich glaube, ich habe gar nicht mal alle erwischt. Ja, ein paar haben geschrieben, ich lebe noch. Oh nein, ich habe nicht alle erwischt. Schade, Schokolade. Naja, Freunde, wir müssen uns erstmal hier so... warte mal, jetzt müssen wir 2000 Sprünge opfern. Okay, jetzt haben wir zwei Wiedergeburten. Jetzt 5000? Hä? Ich glaube, mir wurden ein paar zu viele abgezogen, oder? Irgendwie verstehe ich das Ganze nicht. Naja, so, wir kaufen das jetzt nochmal und jetzt sollten wir eigentlich... Moment mal, ja, wir haben 5 Wiedergeburten. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Freunde, das heißt, wir können jetzt da vorne hingehen. Moment mal, oh, ich glaube, Alter, Freunde, wenn wir hier unten links gucken, ich bekomme jetzt pro Sekunde nicht mehr eine Sprungkraft, sondern
10. Oh Mann, ey. Das geht ja jetzt mal richtig schnell. Und haha, du kommst hier nicht rein. Hä? Lol. Moment mal, warum kann ich hier reingehen? Hat die auch 5 Wiedergeburt? Nee, ich glaube nicht. Naja, Freunde, wir gehen jetzt in die Gigagrube. Okay, nur die größten Springer können aus dieser Grube entkommen. Achtung, okay, bottomless, also bodenlos. Okay, hier braucht man 20 Wiedergeburten. Mal gucken, finden wir hier noch irgendetwas? Nein, ich glaube nicht. Alles klar, dann springen wir jetzt einfach mal hier rein und let's go! Oh Mann, oh Mann, okay, okay, okay. Ist hier ein Loch? Hey! Oh oh. Hier fehlt eine ganze Wand. Oh Mann, Freunde. Guckt euch das mal an. Und ich bin gestorben. Hä? Ich bin einfach gestorben? Mehr nicht? Oh Mann, ey. Und Freunde, wenn ich mich nicht täusche, dann ist dort vorne, also da oben, so eine Wolke. Und wir versuchen jetzt einfach mal auf diese Wolke drauf zu springen. Und let's go! Okay, okay, okay. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, ob wir überhaupt so weit kommen. Es sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ich sehe die Wolke jetzt gar nicht mehr. Okay, Freunde. Oh weia, oh weia, oh weia. Und ich hoffe mal, wir schaffen es. Bitte, bitte. Springen wir nicht zu weit oder nicht zu nah entfernt. Oh Gott. Ich glaube, das passt, oder? Und ja, wir haben es auf die Wolke geschafft. Und ich habe keine Ahnung, was wir hier jetzt machen können. Moment mal, ist da vielleicht noch eine Wolke oder so? Da hinten ist, glaube ich, noch eine geheime Insel. Yo, aber ich glaube, so weit können wir niemals im Leben springen. Moment mal, ich probiere es einfach mal aus. Vielleicht sehen wir die Insel dann ein bisschen besser. Seht ihr das, Freunde? Die ist ganz, ganz doll versteckt. Die sieht man wirklich nicht gut. Aber ja, so weit können wir niemals im Leben springen. Ich bin viel zu weit entfernt von der Insel. Oh Mann, und jetzt fliege ich einfach in den Tod. Wie weit soll man denn bitte springen können, um auf die Insel zu landen? Nein, ich möchte unbedingt auf die Insel, aber ja, das war ein Satz mit X. War wohl nix, genau. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und Freunde, links könnt ihr jetzt auf jeden Fall noch das letzte Video abchecken. Das ist auch ganz cool geworden. Und rechts müsst ihr jetzt unbedingt diesen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Oh Mann, aber Freunde, ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und ciao!